Um mit dem Echelon von Level 11 auf Level 12 zu kommen, müssen wir 8 Gegner mit Kopfschüssen am Heliport von Golem Island töten, ohne entdeckt zu werden. 2x4 Gegner mit einer Handfeuerwaffe in der Chemikalienpipeline von Golem Island töten, ohne einen einzigen Fehlschuss. Und einen Gegner am Steuer eines Fahrzeugs mit einer Handfeuerwaffe töten. Cool. Das klingt machbar. Wir sind hier bereits am Heliport. Der Heliport ist hier. Jetzt habe ich allerdings gerade keine Ahnung, wie es denn aussieht mit der... Ja, Vasili, was machst du? Wir haben auch eine leicht andere Tarnung jetzt. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie es aussieht mit dem Bullet Drop. Haben wir da hinten einen drin? Ja, da ist er. Ich schieße einfach mal dahin. Okay, das dürfte da ungefähr. Das war ein Headshot. Das war Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Shit! Nummer 4. Wurden aber noch nicht entdeckt. Hä, wo ist der hin? Der hat sich gerade weggebeamt. Lol. Jetzt kommen die kleinen Pistronen. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Oder zählt das jetzt schon als entdeckt? Dass sie Leichen entdeckt haben? Ist auch noch einer drin. Oder? Nee, da ist keiner drin. Gehe auf Nachtsicht. Die sitzen jetzt alle da unten. Oh, da kommen ein paar. So. Vielleicht hätte ich doch sollen lieber reingehen, anstatt das Ganze hier von außen machen zu wollen. Oder eine Waffe nehmen bei... Ein Scharfschützengewehr wäre dafür eigentlich ganz gut, ne? Ist ja nichts auf Zeit oder so. Die anderen beiden Aufgaben, die sind sowieso dafür Scharfschützengewehre. Wer eigentlich? Und die haben sich, glaube ich, wieder beruhigt. Meine Fresse, was hat das Ding hier denn für einen Drop? Ach scheiße, ich hab einen kurzen Lauf drauf, deshalb. Shit. Auf der ACR habe ich ja den kurzen Lauf. Nein. Da hinten. War der? Oder? Nee. Hat er ernsthaft? Heilige Scheiße. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Da fliegt eine Pistrone rum. Feuer auf mein Kommando. Bewege mich auf Feind zu. Soll das ein Teamkamerad machen? Ziel erfasst, bin bereit. Wo ist der? Solide Arbeit. Alter, ich treffe ja gar nichts. Was los? Rudi, was los? Alter. Was ist heute los mit mir? Was ist los mit mir? Was stimmt nicht? Irgendwas ist kaputt. Ich will meine 416 wieder. Ja, ich mag die ACR sehr gerne. Aber ich will die 416 wieder. Na komm, ich denke. Also ich vermute, dass er sowieso als entdeckt gezählt hat. Kann ich da Fallschirm runter? Ja. Ich stand jetzt einfach auf dem Hangar.
Shit, ich hab gar keine. Verdammt. Sie sind hier! Endlich was, worauf ich schießen kann! Wo? Wo ist der? Ach, da! Okay, doch, hat gezählt! Es hat gezählt! Nice! Wo? Wo ist der? Ich seh ihn. Ach, da! Fuck. Heilige Scheiße. Na gut, dann machen wir hier das. Geben wir mal schnell auf, dann kommen wir nämlich schneller wieder da raus. Und dann geht's ab zur Chemikalienpipeline. Die mag ich gar nicht. Gegner auf allen Ebenen. So, die Chemikalienpipeline ist dort. Das heißt, wir gehen zu diesem. Ah, da können wir auch gerade noch. Denn an diesem Biwak gibt es auf der Straße fahren dann gerade so zwei Autos. So eins von links und eins von rechts. Können wir gerade einen Gegner am Steuer eines Fahrzeugs mit der Pistole töten. Muss nur schnell genug sein. Steig ein, Mann! Und zuckel nicht darum. Aussteigen. So. Aus welcher Richtung kommt es zuerst? Da. Muss nur treffen. Na toll, Unhubi. Du bist tot! Leg die Sau in! Haha, nice! Das kriegen wir hin. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Shit! Shit! Fuck! Ich bin verletzt! Bin verletzt! Bin verletzt! Bin verwundet! Bin tot! Und ich kann nicht überspringen, weil der Bug wieder da ist. Die Leertaste macht gar nichts. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nur noch die Gegner an der Chemikalienpipeline, dann haben wir's. Stirb, Heli! Stirb! So, geht doch. Ging schneller, als wenn ich selbst mit einer Granate mache. Ach, lecker Cappuccino. Karamell Cappuccino. So, gut. Nomad steht auf glühenden Kohlen. So, wir haben hier noch alles, ne? Alles gut, alles locker. Hier haben wir den Angriffsmarkierer, den brauchen wir hier jetzt nicht. Elektroschockpistole, wir haben alles. So. Würde ich sagen, wir werden sowieso von den Autos entdeckt. Es sei denn, wir haben auch Minen. Jetzt hat die Frage, was passiert. Einmal hier. Einmal eine Doppelmine. Und einmal auf der anderen Seite. Oh, ich höre ein Auto. Und weg. Alter, ich habe hier keine Deckung. Was soll ich denn machen? Kann ich mich hier einbuddeln? Natürlich nicht. Holy shit. Nummer eins. Warum? Seit wann kommen da zwei aus der gleichen Richtung? Oh oh. Bitte entdeck mich nicht. Bitte fahr vorbei. Fahr vorbei. Oh oh. Das ist gar nicht gut. Ja, genau. Fahr vorbei und explodiert. Dankeschön. Normalerweise fahren die doch immer entgegengesetzt. Naja, egal. Perfekt. Hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert, mein Plan. Wenn auch etwas anders ausgeführt.
alle Mann einsteigen und Frau. Und ja, wir haben wieder eine leicht andere Kleidung an. Ich dachte mal, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Kann nicht schaden. Auf zur Chemikalienpipeline. So, da vorne ist er schon. Da müssen wir mit dem Boot hin. Und hoffen, dass wir nicht unterwegs auf dem Boot entdeckt werden. Hui! Hui! Ei, hei, 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 hei. Das kann nicht gut sein für die Reifen und die Stoßdämpfer. Und die Achsen und überhaupt für alles. Ich höre eine Drohne. Das ist eine Drohne ganz in der Nähe. Da oben. Ich sehe sie blinken. Ganz rot. Also ganz rot. Da oben. Rot leuchten. So, ab geht's. Wo legen wir an? Wahrscheinlich nirgends. Wahrscheinlich werde ich irgendwo unterwegs Gegner entdecken und vom Boot springen. So wie ich mich kenne. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo man hier safe anlegen kann. Das da rechts sieht ganz gut aus. Da oben laufen... Oh shit, oh shit, oh shit. Called it. Ja. Alter. Und aus dem Wasser raus kann ich nicht schießen. Soll ich denn jetzt hin? Dahin? Oh je, das gefällt mir gar nicht. Also viele Gegner ist gut für Pistolen-Challenge da, aber 2x4 Gegner. Ich habe keine Tarnung. Als ich das mit meinem anderen Speicherstand gemacht habe, wo ich den Sound verkackt habe. Müssen es Kopfschüsse sein? Nee, aber ohne Fehlschuss. Das hilft uns, die Umgebung im Auge zu behalten. Scheiße! Och, fuck! Nein! Nein, das gefällt mir nicht. Nee, sorry, aber ich... Nee, ich will nicht, dass die alles platt machen. Deshalb werde ich jetzt Vasili und... Na gut, Fjuri wird auch alles platt machen. Ja, mir ist bewusst, dass ich die Teamkameraden gerade deaktiviere. Ich gehe in Deckung. Hallo? Wo kommen Sie denn her? Ach, der ist da von oben runtergesprungen, oder was? Darf ich nachladen? Ja. Also wir sind wieder bei 1. Fuck, ich hab's voll versemmelt. Ich hab's voll vergeigt. Ah, ich gehe auch Tuchfühlung. Shotgunner. Keine Ahnung. Ja genau, Augen auf Ombres. Köpfe unten halten. Gracia. Holt sie euch. Deckung. Ganz vergessen. Komme ich von hier, komme ich an keinen ran. Wenn ich da hochklettere, nimmt der mich unter Feuer. Ich muss darüber schwimmen. Hat noch keiner gerufen, erledigt das, bevor wir alle tot sind. Naja, deren Gegner, also wir, haben uns ja auch gerade ein bisschen verkleinert. Aber ich versuch's halt trotzdem. Meinst du, ich kann da hoch? Nee, die falsche Taste. Ah, ich hatte früher eine Doppelbelegung drin mit der Leertaste. Das habe ich aber geändert, nachdem ich einmal zu oft von einer
Leitern, also anstatt eine Leiter runterzuklettern, einen Fallschirmsprung gemacht habe. Jetzt drücke ich trotzdem immer noch aus Muscle Memory Gründen die Leertaste. Oben war doch einer gewesen, oder nicht? Scheiße! Folgt euch, die Wichser! Ich fühle mich sehr unsicher. Ach, da. Nummer 2. Holt euch diese Wichser! Nummer 3. Komm noch ein, dann haben wir wenigstens die erste Etappe. Da, oh! Alter! Gut, die erste Etappe haben wir. Wo kommt? Alter. Okay. Sehr schlecht mit dem Rücken zur Öffnung. Taktisch unklug. So, schauen jetzt mal. Grad mal hier. Da sitzen zwei drin. Der kann da durchschießen. Er kann durchschießen, ich nicht. Wie behindert ist das denn? Wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich halt. Ja. Ist ja auch unfair. Das, also ganz ehrlich, das ist unfair. Dass der da durchschießen kann, ich nicht. Das ist fies. Gemein, sage ich meiner Mama. Och nö. Wie weit denn noch? Gut, nochmal hin. Da haben wir auch ein Boot auf der Seite. Ach du Scheiße, nein! Au. Hey, Witzka. So. Und hopp, hopp, hopp. Und das Ganze noch einmal. So. Hoffen wir mal, dass wir dieses Mal etwas länger unentdeckt sind und ich nicht so oft daneben schieße. Ich traue mich nicht mit dem Boot so weit nah, so nah ran. Leider kann ich aus dem Wasser raus halt leider auch nicht schießen, was ein bisschen schade ist. Aber irgendwie muss ich mich auch über Wasser halten. Mit der Waffe anlegen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich untergehe. So ohne diese Paddeldinger an den Füßen. Flossen. So heißen sie. Erstmal dahin. Nichts zu berichten. Hier ist auch alles ruhig. Da ist einer. Eins. Der da oben hat's bemerkt. Juckt ihn nur scheinbar leider nicht. Scheider. Ja, keine Ahnung, was ich sage. Oben ist einer. Da nochmal. So. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ach, verdammt. Nummer 2. Der andere sitzt da oben. Noch 2, dann haben wir es. Noch 2, komm schon. Ich traue mich nicht da drauf zu schießen, weil ich nicht weiß, ob die Pistole das schafft, da durchzuschießen. Ich will es halt lieber nicht riskieren. Sucht eure Bereiche ab. Findet den Feind. Suchprotokoll starten. Beginnt die Suche. Kein Sichtkontakt zur Bedrohung. Standort ausfindig machen. Kein Sichtkontakt zur Bedrohung. Gehe näher ran.
Seid bereit. Die fliegen gleich auf. Bereithalten zum Angriff. Boah. Moin. Ja, moin. Noch einen. Der würde da oben sitzen. Ich glaube, da hinten läuft auch noch einer rum. Nee, tatsächlich nicht. Okay, nur der da oben sitzt. Habe ich noch eine? Ja. Gut. Meinte ich, kann's. Nee. Doch. Ich mach das jetzt. Und hoffe, dass der mich nicht. Ach, der sitzt wieder da drin. Okay. Ich bin bereit. Bam, da haben wir es. Damit sind wir auf Level 11. Nein, 12. Nice. Nice, Level 12. Und eine Kiste.